Vor 16 Stunden startete eine Falcon 9 von Florida. An Bord 60 Satelliten mit einem Gewicht von je 227 Kilogramm. Und das war nur der Anfang. Tausende weitere sollen folgen. Warum dies Experten zufolge eine erhebliche Gefahr für die Zukunft der Raumfahrt ist, diese vielleicht gänzlich unmöglich machen könnte, erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit Space News. Die 60 Satelliten an Bord der Falcon 9 sind Teil des geplanten Starlink-Netzwerks von SpaceX. Mit diesem globalen Netz aus Satelliten will Musk eine weltweite Versorgung mit Internetanbindung ermöglichen. Dazu aber wird eine gewaltige Zahl von Satelliten notwendig sein. Erst bei 400 funktionalen Satelliten im Orbit wird es eine geringe Abdeckung geben. 800 sind nötig, um eine moderate Abdeckung zu erreichen. Natürlich will sich SpaceX nicht mit moderat zufrieden geben. Daher will man bereits in anderthalb bis zwei Jahren 1800 Satelliten in den Orbit bringen. Das sind dann mehr als alle anderen Satelliten zusammen. Die finale Zahl ist noch offen. Die US-amerikanische Federal Communications Commission hat allerdings SpaceX den Start von insgesamt 12.000 Starlink-Satelliten genehmigt. Es ist daher nur noch am Rande zu erwähnen, dass andere Firmen ähnliche Pläne haben. Amazon etwa will im Rahmen seines Project Kuiper 3200 Satelliten stationieren. Das Starlink-Netzwerk ist ein entscheidender Finanzierungsbaustein in Musks weiteren Weltraumplänen. Die Entwicklung der Super Heavy-Rakete und ultimativ auch die Mars-Missionen sollen wesentlich darüber finanziert werden. Wenn ihr jetzt denkt, aber Moment, Kessler-Syndrom, dann habt ihr recht. Tausende von Satelliten im Low Earth Orbit verschärfen die bereits problematische Situation erheblich. Im schlimmsten Fall nämlich könnte es zu Kollisionen kommen, welche eine fatale Kaskade von Weltraumschrott auslösen. Zehntausende Objekte, die mit knapp 10 km pro Sekunde Geschwindigkeit den Erdball einhüllen. Es kommt dann potenziell zu weiteren Kollisionen, welche die Zahl des unkontrollierbaren Weltraumschrotts exponentiell erhöhen. Das Kessler-Syndrom. Und dies würde uns im schlimmsten Fall für immer an den Planeten fesseln. Der ESA-Forscher Stein Lemmens sagte dazu, im schlimmsten Fall gehen sie bankrott und alle ihre Satelliten bleiben da oben. Dann haben wir tausende neuer Satelliten da oben und keinen Plan, wie wir sie runterkriegen sollen. Und wir haben ein Kessler-artiges Syndrom. SpaceX beschwichtigt und erklärte, dass man viele Maßnahmen getroffen habe, um das zu vermeiden. So wird etwa das Starlink-Netzwerk auf einem niedrigeren Orbit sein als fast alle anderen Satelliten. Was man hier allerdings verschweigt, ist, dass es immer noch tausende Jahre dauern würde, bis die Starlink-Satelliten bei einem Ausfall in der Erdatmosphäre verglühen würden. Und bis dahin, so heißt es im MIT Technology Review, steigt die Zahl der potenziellen Kollisionen um 67.000 pro Jahr. Angesichts dieser Zahlen lohnt sich die Überlegung, ob nicht ein Kessler-Syndrom in sich einen bedeutenden großen Filter im Rahmen des Fermi-Paradoxons darstellen könnte. Wir werden uns mal näher damit beschäftigen. Für jetzt danken wir euch fürs Zuschauen und drücken gemeinsam mit euch die Daumen, dass es nicht zu einem Kessler-Syndrom in unserem Orbit kommen wird. Dank an unsere Patrons und unsere galaktischen Overlords Rico, Dimitar, Max und Michael. In diesem Sinne 42. Speeding.